zwei Leute auf Johnsons Spur. Mission starten. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, unser Bekanntheitsgrad 2 bleibt. Was kann ich für dich tun? Okay. Ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Ja, gerne. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Suri? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone verärgerte. Diese Leute sind nicht freier als Suri. Du hast Was ist mit dir los? Statt Lösungen. Alle Menschen sind gleich. Sofort, nicht nacheinander. Nacheinander oder gar nicht. Wir brauchen Kompromisse. Ja, mittendrin unterbrochen oder was? Hey, es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Richtig so. Genug, wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Oh oh. Könnte etwas Hilfe brauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, Isla. Kommt schon, ihr Hummerbombe. Alter, das gibt's nicht. Schön. So, du Vogel. Was ist jetzt los? Endlich Gerechtigkeit. Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken. Bist du wohl auf? Bin ich. Blut ist nur ein bisschen. Das ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Irgendwie ist die Kameraposition falsch. Na gut. Der Metzel, lecker. Ja, ne? So, Treffen zu Samuel. Okay, okay, okay. Achso, ich dachte, es wären jetzt hier so diese Bastarde hier. Lalalala. Diese kleinen... Okay, so, die Viecher stehen ja oben auf dem Dach, ne? Genau. Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ich hoffe, diese Route passt einigermaßen. Ja, moin. Da komme ich nicht mal so eben lang. Und jetzt kann man hier auch mal ein bisschen gucken, ob wir hier offene Türen oder sowas finden. Kommt man ja manchmal ja durch. Okay, ihr seht schon, da vorne habe ich noch nicht so die Karten aufgedeckt. Sollte ich demnächst auch mal tun. Und zwar hier ein bisschen einen Überblick haben. So, da sind wir schon. Moin. K.
Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Genau, erstmal wieder am Süffeln. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Ach. Die Eintreiber werden dreister. Wie bist du so schnell dahin gekommen? Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Was, er hat sich telefoniert? Das ist ja eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Okay, so, Connor, zu den Docks zurückkehren. Geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Und ich habe diese optionale Geschichte abgeschlossen. Das finde ich auch sehr gut. Was ist jetzt hier markiert? Connor. Hallo, Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, ha? Huh? Naja. Heutzutage wird nicht mehr über Tee diskutiert, sondern über GEZ. Ist doch genau los, derselbe Connor. Mist. Diese Zwangsabgaben, ne? Schlimm. Ja, moin. Entschuldigung. Pass auf, Mann. Und tschüss. Klar. Zu den Docks zurückkehren. Du hast hier ein bisschen was vergessen, mein Freund. Rennt da einfach weg. Okay. Oh oh. Steuereintreiber loswerden. Ja, jetzt geht's los hier. Habe ich irgendwas? Sprengfalle, ist klar. Pfeile, Wurfpfeile, Bögen. Teleportiert, scheiß Autokorrektur. Aber hey, komm, telefoniert ist genauso gut. Wild werfen, Pferdepfeife, Köder, Fallen. Ah, Mann. Ist leider nicht das dabei, was ich gerne hätte. Mist. Giftpfeile. Versteckte Klinge, ja, genau. Huch. Das war eigentlich anders geplant. Ich hab doch Giftpfeile aktiviert. Nett. Aua. Mann! Ja, genau. Oh, komm schon. Ey, das ist doch auch echt hier. Ey, das ist blöd gelaufen, Mann. Oh.
schön. Bats, ja genau. Okay, die waren gerade auf Schießen. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Alter, ich komme auf so viele Gegner gleichzeitig nicht klar, ne? Ey, habe ich keine Heilung mehr? Alter, ich bin davon ausgegangen, dass ich doch Heilung oder sowas habe. Oder habe ich das nicht gekauft? Das geht ja gut los hier. Und das ging ja mal richtig nach hinten los. Aber ich möchte meinen, dass ich hier die Giftpfeile aktiviert hatte. Steuereintreiber loswerden. Alter, ich hätte diese Viecher hier, ne? Alter, ey. Diese Stabwaffen hier. Schön. Okay. Kannst als Grab eins, ja, genau. Ach, das ist doch Schmuck hier. Alter! Ein schlichter Schild, komm! Ja, noch mehr oder was? Ey, jetzt reicht's langsam! Knack, ey, jetzt mal hier voll Genickbruch. Ey, ich gehe hier immer auf Konter, was soll das? Na kommt, Leute. Alter, noch mehr? Wollt ihr mich verarschen? Langsam reicht's. Kannst als gerade Stufe 3. Ja. Alter, wie viel kommt denn noch? Alter, ich bin erst auf Stufe 3, Mann. Hilfe! Also das merke ich mir hier, ne? Das mache ich nie wieder. Ist klar, ey. Lass mich doch bloß in Ruhe. Ja, moin. Alter, das gibt's nicht. Alter, Leute, ich brauche Hilfe. Na komm. Ja, der ist mein Konterumgang, ey. Wow. Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, lasst mich bloß in Ruhe hier. Lasst mich bloß in Ruhe hier. Au. Was ist denn das?
das für ein Müll? Mann! Jetzt reicht's mir. Terminale Ziele, ne? Limit für Einsätze von Feuerwaffen, ne? Ich werde das jetzt alleine machen hier. Ich hab keinen Bock mehr. Steuer eintreiben. Mega Katastrophe, ey. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll, ne? Auf die Gesetz! Die Zeitung in Boston! Naja, egal. Macht mal schön alleine. Ganz ehrlich, darauf habe ich jetzt keinen Nerv mehr. Steuereintreiber loswerden, nee. Sorry, aber das zieht sich nur ungemein in die Länge. Keine Ahnung. Muss erstmal zusehen, dass ich wieder in die Steuerung halbwegs reinkomme. Pulverfässer nutzen, um Schmuggelware zu zerstören. Okay. Pulverfässer nutzen. Ja, genau. Connor? Ja, no, ey. Hau ab. So, weil schon... Da war schon Sperrgebiet, okay. Muss ich erstmal kurz gucken hier. Wo sind denn da diese komischen Fässer? Vorhin habe ich überhaupt eine Schusswaffe? Ja, habe ich, okay. Ey, wieso jetzt Bogen? Jetzt weiß ich, warum immer diese komischen Fehler hier passieren. Seht ihr da irgendwelche Fässer? Ach, hier. Vorhüll entdeckt, okay. Objekt aufheben. Mit X werfen. Warnung, Sperrgebiet. Ja, ist klar, ey! Alter! Hatte ich mal gesehen, dass bei denen hier die Anzeige rot wurde? Okay. So, nachgeladen. Perfekt. Nehmen wir gleich das nächste Fass mit. Die sind jetzt inkognito. Sehr gut. Lässt ein Hammer fallen, okay. So, da drüben stehen sie wieder, okay. So mies eigentlich, ne? Vor allem da drüben sind auch wieder Leute, ey. Alter, das ist doch nicht normal. Hau bloß ab. Wieso kommt der jetzt hierher? Ist auch noch so ein Ziel, okay. Ja, komplett auf der anderen Seite, ne? Ja, you know. Wieso werde ich jetzt gesucht? Das macht doch gar keinen Sinn. Das Ding war noch auf Gelb und noch nicht mal auf Rot. Bekanntheitsgrad Stufe 1. Ja, toll. Das Spiel hasst mich.
Naja, dafür habe ich jetzt freie Bahn, ne? Bekannter ist gerade schon Stufe 2 hier an der Stelle. Ach. Lebst du noch? Oh oh. Okay, nachgeladen. Auf zur nächsten Station. Hallo? Was ist denn jetzt los? Der wollte sich nicht bewegen. Bei sowas kriege ich aber auch immer die Krise, ne? So, auf Schwimmen habe ich jetzt gerade keine Lust. Mal gucken, ich brauche sowieso noch mal so Sprengfässer. Da muss ich mal gucken. Wo waren die noch mal? Ja, ich glaube, nee. Aber es wird da vorne bestimmt auch welche geben. Lalalala. Da ist was, sehr schön. Hä? Wieso hat er jetzt nicht gemacht? Ja, ist klar, ey! Schön, die anderen beiden mit weggefetzt. Okay, Bezirke vom Einfluss der Templer befreien. Ja, nett. Das hier ist als Wasser markiert. Okay, gut zu wissen. Corner. Ich muss unbedingt wieder irgendwie so auf anonym kommen. Nee, das ist ja falsche Seite, ne? Das ist auf der anderen Seite, glaube ich. Hm? Ach. Ist interessant, dass das nicht markiert wurde. In dem vergangenen Teil wurde es wenigstens noch markiert. Hm. Nee, halt, warte mal. Da lang muss ich. Ah, total voll daneben. So viele Fails hier drin, ne? Das ist schon wieder nicht mehr witzig. Okay. Ja, alles klar. Nein, oder? Nein. Das wird doch nicht jetzt wirklich von einem Hund bewacht. Verdammt, der Hund ist auf Rot. Oh nein. Oh, muss das sein? Ja, ja, genau. Na gut, das scheint ihm total egal zu sein. Plan erhalten, Spirituosen. Okay. Thron in Zentralbezirk. Okay. Na gut. Steppdecken. Edle Möbel. Nee, vergiss es. Also hier Dächer begrabbeln. Nee. Spielkarten? Hustensirup? Alter, was kriegt man hier alles für einen Mist? Perücken? Fackeln? Steuereintreiber loswerden? Okay.
Alter, hier wird's jetzt richtig brutal. Alter, gehst du auf Schild, ne? Und nö. Das jetzt? Aua, aua, aua! Alter, geh doch einfach auf Blocken! Neue Schusswaffe! Sehr geil! Grauenhaft. Also das ging einfach nur noch schief gefühlt, ne? Aber ich habe 100%, immerhin. Oh. Ja, ja, genau. Nur näher ans Vor herankommen, okay. Ich weiß nicht, ob ich so ein Vor jetzt schon schaffen kann, ne? Oben, ne? Genau, gibt er jetzt schon Gas. Meins! Sehr schön. Wenigstens schon mal etwas. Ah, von Band 1 die zweite. Schön. Ist doch schon mal was. Hm. Oh, schon wieder so gut wie leer hier. Mal gucken, was sagt die Karte? Wie hier einfach so ein Fleck ist, ne? Auf jeden Fall sollte ich zusehen, dass ich hier vorne die beiden noch öffne. Komm, das machen wir jetzt einfach noch in diesem Part auch. Was ist denn das jetzt? Connor! Connor macht Dinge! Ach, stimmt ja, das war ja jetzt hier, wo die Meter ja so gefühlt ewig dauern, ne? Osten, Südbezirk, Templer. Okay. Eieiei, und jetzt heißt es noch vor kaputt machen oder was? Mal gucken, ob sowas dann irgendwann von der Story herkommt. Weil das würde ich doch als erstes gerne machen, weil ansonsten werde ich hier direkt reingeworfen. Komplett unvorbereitet. Würde ja schon gern erstmal noch ein paar bessere Waffen reinkriegen. Oder irgendwie allgemeinen Skills, irgendwas. Wie weit? Beacon Hill, okay. So, da oben muss ich hin. Ob man da hochgekrabbelt? Ja, von der Seite, ne? Oder auch nicht. Okay. Dann ebenso. Soll mir nur recht sein. So, Synchro. Das war Nummer 1 von den beiden. Aber was soll das hier eigentlich darstellen? Ein Topf mit Erde in der Luft oder was? Oder soll das Wasser sein? Ja, Wasser sieht anders aus. Wieso hängt man sowas auf?
das hier gleich noch. Oder da hinten hinspringen? Das ist doch ewig weit weg. Ah, gut, okay. Lass noch mal so stehen. Komm, holen wir uns das da vorne noch. Kirchturm. Und dann hätten wir das so weit auch geschafft. Ja, genau, da ist einfach mal ein Dieb. Na, komm mal her, mein Freund. Nur 53? Geh nach Hause. Jetzt hast du keinen Bock mehr, ne? $53 nur. Dollar Pfund. Ich hatte jetzt von dem jetzt doch ein bisschen mehr erwartet. So 1000. Ein Tausender wäre gut. So, ruf hier. Moin. Sehr schön. Aussichtspunkt synchronisiert. So, wo kommt man runter? Da drüben. Hui. Okay, so. Nächste Mission irgendwo da drüben. Ach. Das wird auf jeden Fall noch ein Spaß, ne? Aber ich finde es schon interessant, dass hier so Dinge mit revealed werden, ne? Wie zum Beispiel Henkebeins Klunker. Das brauchen wir noch, damit wir noch ein paar maritime Missionen dazu bekommen. Aber wir müssen jetzt als nächstes dahin. Da kann ich euch jetzt gleich direkt drauf zu. Aber vor Hill mache ich jetzt doch nicht. Ja, du hast es nur noch ein paar Zentimeter. Mann! So blöd, so eine Schräge hochzukrabbeln. Auch von hier aus sieht das da drüben schon gespenstisch aus, ne? So mit dem Nebel. Schon interessantes Feeling. So, hier ist natürlich noch eine schwarze Schicht, warum auch immer. Pfund zu der Zeit. Reelle wären es zu der Epoche ein Vermögen. Okay. Das weiß ich jetzt leider nicht, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Kurse so mit der Zeit verändert haben. Geschichte so hin oder her, ne? Da habe ich keine Ahnung von. Also alles, was so geldspezifisch ist. Nee.